Moin, wir sind David und Melinda und reisen seit 1,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten Transporter durch Europa. Seit 2 Wochen sind wir auf Sardinien und eigentlich hatten wir etwas ganz anderes geplant für diese Woche. Aber dann ist etwas passiert, das unser gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Moin, Leute. Also diese Woche ist uns etwas passiert, was unser ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Und die zwei da hinten sind schuld dran. Wir müssen echt aufpassen, wenn wir uns mit einem von euch dann treffen, wird langsam der Platz eng. Aber ich erzähle erstmal, was passiert ist. Und zwar, Florian und Jana folgen uns auf YouTube und Instagram und wir schreiben schon seit einiger Zeit ein bisschen hin und her. Und beide sind jetzt auch noch auf Sardinien und zufällig in der Gegend, wo wir jetzt auch sind. Und dann haben wir uns vor 2 Tagen spontan zum Treffen verabredet und beide kamen dann auch gestern spontan vorbei. Richtig. Ja. Mit Hund. Mit einem Geschenk. Ja, ja, aber das war so, dass irgendwie, keine Ahnung, weil irgendwie konnte ich mich erinnern, dass ihr keinen Hund habt. Und dann dachte ich mir so, ach Gott, wie süß. Und dann, ja, das ist, was habe ich denn irgendwie gesagt? Keine Ahnung, wie es... Das ist euer Geschenk, ja. Haben wir gesagt. Und dann haben wir gelacht. So, dann haben wir gelacht, so, ja, ach, ist ja süß, ne? Dann hat er euch ins Auto gepullert, so. Aber tatsächlich ist das ja so gewesen, dass ihr den Hund gefunden habt, ne? Also er ist ausgesetzt worden. Wir haben ihn gestern eine halbe Stunde von hier am Strand entdeckt. Da kam er auf uns zugelaufen, haben dann mit ihm erstmal gespielt, ist ein ganz süßer. Und dann haben wir halt gefragt, halt am Strand und jemandem gehört, in der Bar, die da war. Aber hat sich niemand interessiert dafür und dann haben wir halt gesagt, okay, bevor wir hier lassen. Nach mehreren Stunden auf jeden Fall, ja. Und niemanden gesehen habt, genau. Und andere auch gesagt haben, es normal ist, dass man Hunde einfach mal aussetzt. Genau. Ja, er hat ja auch kein Halsband und kein Chip oder sowas. Gar nicht. Hat auch nicht gesucht nach irgendeinem Härchen oder so. Komm, zeig dich auch mal, Nusa. Das ist Nusa. Spitzname Nusa, Hauptname Ignusa. Das ist nämlich der alte Name von Sardinien. Ja, und sie fühlt sich hier pudelwohl und bleibt auch schon hier in der Nähe die ganze Zeit. Und ihr zwei könnt ihn ja leider nicht behalten, weil ihr nach Bali fliegt. Genau, also eigentlich haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir sie gefunden haben, weil wir haben nämlich auch immer gesagt, so wie die beiden, also einen Hund würden wir uns nie kaufen, aber wenn uns einer zuläuft, den nehmen wir mit. Ja, und so kam der Hund zu uns und jetzt dürft ihr euch auf ganz viel Hundekontent freuen. Wir haben auch lange uns darüber Gedanken gemacht, das war jetzt nicht ich habe mir keine Gedanken morgen gemacht. Direkt, also ich schon. Direkt eingepackt. Stimmt, David war halt sofort auch echt verliebt. Sofort, eine schwere Entscheidung. Ja. Aber er hat schon die Einkaufsliste gestern Abend geschrieben. Ja, direkt. Ja, also. Ja, was soll man machen, ne? Zeigen euch jetzt auch mal im laufenden Video die Hündin und ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr glaubt, was das für eine Rasse ist und wie groß die werden und generell eure ganzen Erfahrungen, die ihr da so gesammelt habt mit Hunden, gerne in die Kommentare schreiben. Wir genießen jetzt noch die letzten Stunden, Minuten mit euch und hinter der Kamera ist Matthias, den haben wir gestern auch kennengelernt und mit seiner Hündin Mala. Also Matthias, wenn du das siehst, Grüße gehen raus an dich. Okay, also wir sehen uns dann gleich wieder. Kannst du mal die Kamera dann so schwenken und einmal kurz. Willst du einmal kurz in die Kamera? Maxe? Wenn es sein muss. Ja. Wenn es sein muss, Achtung. Einmal so. Achtung, Matthias in 3, 2, 1. Übrigens wissen wollt, wie es bei den beiden weitergeht, dann folgt doch gerne dem Kanal. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr auch wissen wollt, wie es bei den beiden auf Sardinien war, die waren jetzt nämlich 8 Wochen hier, könnt ihr auch schon mal reinsneaken. So. Und jetzt sagen wir mal ordentlich Tschüss, ne? Taschentücher nicht vergessen auszupacken. Arrivederci! So, und wir gehen jetzt in unsere erste Nacht Oh mein Gott. Mit Hund.
Erste Nacht mit Hund. Oh Gott. Mal gucken, wie wir schlafen werden. Ja. Berichten morgen. So, wir melden uns dann morgen wieder. Jetzt müssen wir uns alles ein bisschen, müssen wir alles vorbereiten. Hier essen und alles hundesicher machen. Ein kleiner Wurm. Ist ein Wurm. Ist ein Wurm. Immer dein Ohr, ne? Die mag meine Haare, mein Bart. Au, nein, nicht zwicken. Komm mal, wir gehen ein bisschen spazieren. Cool, wir können ja danach mal eine große Runde gehen heute. Ja, bevor wir zum Arzt fahren. Ja, das ist Kaffee. Willkommen in unserer Welt. Ja, das riecht gut, ne? Nusa. Nusa Maus. Bitte schön. So, auf unseren ersten Morgen als Eltern. So, das gehört jetzt ab heute wohl zu unserem Leben dazu. Kacke aufsammeln bei dem kleinen Wurm hier. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen schönen langen Strandspaziergang gemacht und auch schon ein paar Leute hier kennengelernt. Also so ein Hund ist ja so ein Magnet einfach. Aber wir machen uns jetzt mal fertig. Wir müssen nämlich zum Tierarzt und zur Tierhandlung. Wir haben nämlich eigentlich gar nichts da und wollen so ein paar Infos über den Hund. Und deswegen geht es jetzt mal los. Ja, ohne Frühstück, aber dafür mit Kaffee. Hauptsache Nusa ist versorgt. Guten Morgen. Ach, ist der Goldisch, der Kleine. Ach, ist der Goldisch. Ich habe ihn gestern nur so gesehen, so sitzen. Habe ich gesagt, mein Gott, habt ihr den gefunden oder was? Deswegen habe ich gesagt, er muss trinken. Ah, der ist der Goldisch. Hallo, Onkel. Hört euch wirklich jetzt der Hund? Cool, der ist süß. Süß, gell? So ein süßer Freund. Oh. Wie ist das denn passiert? Ist einfach euch zugelaufen oder auch, also ihr schreibt ja ausgesetzt, aber ihr habt der Nusa, ist das eine Sie oder? Ja, so. Ja, ne? Ich hab die ja gefunden und wir sehen noch sehr klein. Und ja, ich glaube auch, die wird, glaube ich, richtig groß. Guckt dir mal die Tatzen an. Ja, bestimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und dann können wir hoffentlich bald zusammen am Strand spazieren gehen und die Hunde können eine kleine Gang bilden. Oh Gott, ich kann's gar nicht glauben. Bis Danny! So, Familie, bitte einsteigen. Hey. Willkommen. Alle Frauen an Bord. Mausilein, es geht auf die erste Tour. Es geht jetzt auf die erste Tour. Soll ich in die Mitte, meinst du lieber? Ja, setz du dich mal in die Mitte. Ja, und zwar... Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich hoffe, oder wir hoffen, dass sie nicht gechippt ist. Natürlich, wenn sie jetzt gechippt wäre, dann vermisst sie auch jemand, bestimmt ganz tolle. Und dann würden wir sie auch zurückbringen. Ja, hier während der Fahrt sitzen, ne? Das können wir noch nicht machen. Komm her. Aufregend. Wir sind jetzt fertig, wir sind jetzt gerade rausgekommen von der Tierärztin und ja, sie ist nicht gechippt, sie ist kerngesund und jetzt wird sie mit uns auf großen Reisen gehen. Yay! Juhu! 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 Jetzt gehörst du uns. Oder du gehörst nicht uns, sondern du kannst mit uns bleiben. Oh. Ja, es war ein richtig aufregender Tag, weil wir haben auch noch eingekauft und Wäsche gewaschen und die hat das so toll mitgemacht und war jetzt auch richtig tapfer beim Arzt. Ja, und jetzt sind wir alle ein bisschen kaputt. Und ja, deswegen melden wir uns morgen wieder. Wir müssen jetzt nämlich auch noch zur Apotheke fahren und eine Tablette holen. So. Entwurmungstablette. Genau. Und 4 Monate ist sie alt, haben wir erfahren. 4 Monate. Sie kriegt schon neue Zähnchen. Yay. Cool. Also, bis morgen.
Happy. Die Körbchen, oh nein, doch nicht akzeptiert. Mit unserer kleinen Nuse an der Seite müssen wir uns um ganz viele Dinge auf einmal kümmern, von denen wir vorher gar keine Ahnung hatten. Also wir brauchen zum Beispiel Reisedokumente, wir brauchen verschiedene Impfungen oder eben auch nicht. Davon haben wir überhaupt gar keine Ahnung. Aber wir brauchen zum Beispiel auch eine Hundehalterhaftpflicht. Und da bin ich froh, dass wir Clark haben. Clark ist ein unabhängiger, kostenloser und digitaler Versicherungsmakler. Und man kann die App in Deutschland und Österreich runterladen, seine Versicherung uploaden und Clark zeigt einem an, wie gut man versichert ist und erstellt eine Bedarfsanalyse. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass ich Clark von unterwegs nutzen kann und somit gar kein Papierchaos habe. Wir haben all unsere Versicherungen in einer App und können die da easy managen. Wichtig zu wissen ist, Clark ist ein Makler und tritt für dich als zentraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um Versicherung auf, sei es Kontoänderungen, Adressänderungen oder eben auch Kündigungen. Und man muss bei Clark keine Versicherung abschließen, kann die App also kostenlos nutzen und ja, kann sich trotzdem unabhängig beraten lassen. Wenn ihr 3 Versicherungen uploadet, erhaltet ihr einen Best-Choice-Gutschein von 45 Euro. Den könnt ihr dann bei Amazon, Zalando oder bei ganz vielen anderen Shops eben auch einlösen. Unser Code ist DavidMelinda und alle weiteren wichtigen Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich glaube, ich muss mal raus. Nusa steht nämlich draußen und will unbedingt Gassi gehen. Ja, wir haben hier letztens Matthias kennengelernt und seine Hündin Mala. Und mit den beiden machen wir jetzt hier einen ausgiebigen, langen Strandspaziergang. Bei perfektem Wetter. Richtig schön. Ja, und Nusa läuft perfekt mit uns mit. Hast du gut gemacht, aber jetzt komm mal her. Jetzt bleib mal hier. Komm her. Oh, sie ist vielleicht das erste Mal im Wasser. Nicht so weit. Hopp, hopp. Hast du dich erschrocken gerade? Ja, natürlich muss ich, dass ich schon schwimmen kann. Woher soll ich sowas wissen? Ja, die kleine Maus kann schwimmen. Guck sie dir mal an. Vielleicht tut dir das gut, die letzte Flöhe. Oh. Oh, eigentlich sollte sie heute gar nicht. Ja, darauf haben wir jetzt nicht geachtet, ja. Folgt uns. Und zwar folgt er uns jetzt ins Restaurant. Ja. Der Straßenhund. Achso, der folgt uns auch. Ja. Ja, also 2 Hunde können wir jetzt nicht adoptieren. Das ist zu viel. Das ist süß, ja. Ja, so ein kleiner Fiete ist das. Der andere nicht so alleine. Na, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Restaurant. Wir haben uns jetzt Burger und Bier verdient. Und die kleine Nusa ist richtig gut mitgelaufen. Voll schön. Zwischendurch wie ein kleiner Wirbelwind und jetzt mussten wir sie aber echt an die Leine nehmen, weil sie wollte voll oft ins Wasser und das darf sie ja noch gar nicht so, wegen der Floh- und Zeckenmarkierung, die sie gestern gekriegt hat. Ja, und dann waren da noch ganz viele Kakteen. Deswegen haben wir sie jetzt lieber an die Leine genommen, das muss sie auch mal lernen. Ja, das ist richtig schön, ich glaube, sie schläft gleich tief ein. Ja.
trage ich sie noch mal ein bisschen, ein kleines Stück, mal gucken, ob sie hier bleiben möchte. Aber manchmal will sie auch wieder runterspringen. Sie hat nämlich mehr Power, als man denkt. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Jo, mein Gott. Ist das ein schönes Leben hier am Strand. Die kleine Maus, das ist ein richtiger Wirbelwind, ne? Also früh morgens, die letzte Nacht hat sie einmal ins Bett gepinkelt, aber nur weil wir nicht schnell genug reagiert haben. Und sie war schon wach, vielleicht so 10 Sekunden, und wir haben sie nicht direkt rausgebracht, dann konnte sie es nicht aufhalten. Also hat sie im Bett ein bisschen gepinkelt und auch den Rest dann draußen gemacht. Aber ansonsten schläft sie so gut und der Spaziergang gestern war auch so schön. Haben sie natürlich viel getragen auch, weil kleine Welpen sollen ja noch nicht so lange laufen. Na, auf jeden Fall gibt es jetzt sehr viel, um das wir uns kümmern müssen. Sie ist heute Morgen um 6 Uhr sind wir aufgewacht und dann ging es auch gleich hier raus und die tollte hier, glaube ich, so bis um 10, 11 war sie hier so unterwegs. Haben hier so ein paar kleine Spielsachen, meine alte Socke, so ein Ball, noch ein Ball, den wir gefunden haben. Und ja, dann hat sie gefressen und seitdem chillt sie. Also italienischer Hund, sie macht Fiesta, Siesta, wie auch immer. Aber jetzt chillt sie hier hinten im Sand. Ganz gemütlich schläft die kleine Nusa. Gell, Mausilein? Hm? Oh, guten Tag. Ja, und Melli sitzt da hinten bei Matthias, trinkt ein Gläschen Wein. Wir haben uns jetzt entschieden, heute noch hier zu bleiben und morgen kommen wir wahrscheinlich auch hierher nochmal zurück. Wir werden jetzt morgen wahrscheinlich so eine Wurmungstablette holen oder auch nicht, wir wissen es nicht, was wir da so genau machen sollen. Es kommen sehr viele hilfreiche Nachrichten über Instagram an und wenn ihr zum Beispiel coole YouTube-Videos kennt über Vanlife mit Hund oder wie man einen Hund erzieht, ohne ihm jetzt jegliche Medizin immer wieder zu verabreichen, die vielleicht gar nicht notwendig ist, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, da freuen wir uns mega drauf. Und wir haben dann gestern auch noch ein Pärchen kennengelernt aus Berlin, Claudio und Sarah, und die stehen da vorne, da hinten, und da ist auch ein Volleyballfeld. Ja, dann wollen wir dann gleich mal hingehen und eine Runde Volleyball spielen. Wird sicher aufregend, bin mal gespannt. Ein bisschen Sport tut bestimmt gut, weil die letzten 2 Tage haben wir uns jetzt nicht so ausgepowert, da waren wir eher drauf. Kleine Maus hier auszupowern. Na, kleines Würmchen? Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wir sind jetzt, es wird jetzt erstmal alles anders. Eigentlich wollten wir da hinten wandern gehen und klettern gehen, schwimmen, schnorcheln, Boot fahren. Aber das wird jetzt alles ein bisschen anders. Jetzt müssen wir natürlich uns ein bisschen auch an die Loser anpassen. Wir müssen schauen, dass wir sie jetzt auch erstmal überstrapazieren. Aber das holen wir alles sicherlich nach und nach. Ja. So, und jetzt setze ich mich mal zu denen da nach hinten, werde ein Gläschen Wein trinken, den Nachmittag einklingen lassen und dann eine Runde Volleyball spielen. Also bis gleich. Wir gucken jetzt einfach, wie lang das hier ist, die Seite, und so machen wir dann alle. Thank you.
das war's jetzt mit diesem Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, morgen geht es dann auch wieder weiter zum Volleyballtraining. Auf jeden Fall vergesst nicht, unser Video zu liken, falls es euch gefallen hat, und ein Abo dazulassen, wenn ihr neu auf unserem Kanal seid. Wir setzen uns jetzt bei uns von den Bären und machen uns einen gemütlichen Abend mit der Crew. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Melli ist schon vorgerannt, weil Nusa musste hier Kaka essen. Ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächste Woche weitergeht im chaotischen Vanlife von uns drei, dann sehen wir uns dann nächste Woche. Tschüss!